Herr Kriegert, die Proteste begannen als Sozialproteste gegen hohe Arbeitslosigkeit, gegen Preissteigerung. Jetzt haben Sie das ganze Land erfasst und viele Schichten der Gesellschaft sind beteiligt. Es geht den Menschen nun auch um eine Kritik am gesamten islamischen klerikalen Regime. Was sagen Sie, was treibt die Menschen auf die Straße? Ganz richtig, wie Sie es gerade gesagt haben, war der Auslöser ganz offensichtlich bei den ersten größeren Demonstrationen in Mashhad, also einer der sehr großen Städte im Iran, Unzufriedenheit mit den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Es hat sich sehr stark auch gegen die sehr weit verbreitete Korruption gerichtet. Aber innerhalb kürzester Zeit hat sich das politisch radikalisiert. Und es wurden sehr schnell, sehr viel früher auch als bei den letzten großen Protesten 2009, Parolen gegen die Islamische Republik Iran gerufen und damit also das Regime als Ganzes attackiert. Sehr schnell, ebenfalls früher als bei den Protesten 2009, gab es auch Parolen gegen die Diktatur und gegen den Diktator, womit ganz offensichtlich Ayatollah Ali Khamenei, also der oberste Geistliche, der sogenannte oberste geistliche Führer des Iran gemeint war. Und wenn Leute offen die Herrschaft von Ali Khamenei im Iran in Frage stellen, ist völlig klar, dass sich diese Proteste maßgeblich gegen das Regime als Ganzes wenden. Ich denke, dass man nicht überrascht sein sollte, dass es genau diese Radikalisierung gibt. Zum einen waren es sehr schnell Leute, die keineswegs nur sich über soziale und wirtschaftliche Missstände aufregen, sondern es gab dezidiert politische Parolen. Zum Beispiel diese Parole, nicht für Libanon, nicht Gaza, nur für Iran lassen wir unser Leben, die auch in ähnlicher Form 2009 schon zu hören war. Das ist ja eminent politisch, weil das eine klare Absage an die Expansion des iranischen Regimes ist. Da wird das Engagement des iranischen Regimes im Libanon und in Gaza in Frage gestellt, was also eine explizite Absage an die Unterstützung von den Verbündeten des iranischen Regimes, nämlich der Hezbollah im Libanon und der Hamas und des islamischen Dschihad im Gazastreifen ist. Diese Radikalisierung der Proteste bei den Leuten, die in erster Linie zunächst aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen oder wegen der weit verbreiteten Korruption auf die Straße gegangen sind, hin zu einer prinzipiellen Kritik am Regime, ist, denke ich, auch überhaupt nicht verwunderlich aus zwei Gründen. Wenn man im Iran gegen wirtschaftliche und soziale Missstände oder gegen Korruption demonstriert, gerät man nahezu automatisch in einen grundlegenden Konflikt mit den herrschenden Ayatollahs einerseits und mit den Pastoran, also den Revolutionsgarden, den Revolutionswächtern andererseits. Beide sind genau die Verantwortlichen für diese sozialen und wirtschaftlichen Missstände und die extrem weit verbreitete Korruption. Die Ayatollahs, einschließlich des obersten geistlichen Führers Ali Khamenei, kontrollieren vor allem über die sehr großen, sehr gut dotierten religiösen Stiftungen weite Teile der Wirtschaft. Diese Leute werden also auch genau für diese sozialen und wirtschaftlichen Missstände völlig zu Recht verantwortlich gemacht. Und ähnlich verhält es sich mit den Pastoran, mit den Revolutionsgarden. Die sind eben nicht nur die Elitetruppe des Regimes, ein wichtiges Repressionsorgan und zuständig für den Revolutionsexport dieses Regimes, sondern sie sind auch ein riesiges Wirtschaftskonglomerat. Die Revolutionsgardisten, die Pastoran, kontrollieren große Teile der Wirtschaft im Iran, insbesondere des Außenhandels, was unter anderem natürlich auch mit ihrer Rolle bei der Expansion des iranischen Regimes im Nahen Osten zu tun hat und mit ihrer internationalen Vernetzung. Also auch da überhaupt kein Wunder, dass sich diese Proteste, die anfänglich ausgelöst wurden durch Sozial- und Wirtschaftsproteste, sehr schnell radikalisiert haben zu diesem Ruf Makbar, Jumhuri Islami, also nieder mit der Islamischen Republik. Nun hat der Präsident Hassan Rouhani den Protesten erstmal gar nicht so viel Bedeutung beigemessen. Er meinte, diese Proteste, die Leute, die da demonstrieren, würden nicht die Mehrheit abbilden. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Welche Kontrolle hat das Regime gerade über die momentane Situation? Es ist ja von Deutschland aus immer relativ schwer einzuschätzen. Ich denke auch, dass das sehr schwer einzuschätzen ist und deswegen bin ich auch sehr zurückhaltend, was nun die wirklichen Kräfteverhältnisse angeht, da irgendwelche endgültigen Beurteilungen abzugeben. Ich denke, man muss weiter hören, was die Leute aus dem Iran selber zu berichten haben, gerade auch was die exiliranische Opposition in Europa zu sagen hat dazu, weil die noch mit Abstand die besten Verbindungen ins Land selber haben. Was man aber sagen kann, wenn Sie die Rolle von Rouhani jetzt angesprochen haben, ich denke, es gibt innerhalb des Regimes unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man mit diesen Protesten am besten umgehen soll.
Das ist ja eine prinzipielle Besonderheit vom iranischen Regime. Das ist keine monolithische Diktatur, wo es nur ein Machtzentrum gäbe, sondern es gibt unterschiedliche Fraktionen innerhalb dieser Diktatur, innerhalb der Theokratie, auch innerhalb des Kleruses. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Vorstellungen, wie man mit gewissen politischen Situationen umgeht. Das heißt nicht, dass da irgendjemand jetzt von einer aufklärerischen, emanzipatorischen, kritischen Perspektive aus besser wäre oder weniger schlimm wäre als die anderen. Aber es gibt unterschiedliche Einschätzungen, wie man mit Situationen umgeht. Das heißt, es wird durchaus nicht nur in der aktuellen Situation, sondern ganz allgemein darüber gestritten, wie man die Ziele der Islamischen Republik Iran, über die man sich weitestgehend einig ist, wie man die am besten umsetzt. Ja. Und das zeigt sich auch in der aktuellen Situation. Jemand wie Rouhani versucht relativ geschickt, obwohl ich sehr unsicher bin, ob er damit erfolgreich sein kann, aber er versucht relativ geschickt, Teile dieser Protestbewegung zu integrieren, also in gewisser Weise einen Teil aus dieser Protestbewegung herauszulösen. Er hat davon gesprochen, dass gewisse Anliegen der Demonstrierenden, also vor allem Kritik an gewissen sozialen und wirtschaftlichen Missständen, aber er hat sogar auch davon gesprochen, dass es ein Bedürfnis, ein durchaus legitimes Bedürfnis nach einer gewissen Form von mehr Freiheiten im Rahmen der Islamischen Republik Iran geben könnte. Er versucht damit, gewisse Teile aus dieser Protestbewegung vermutlich rauszulösen und wieder auf die Seite des Regimes zu ziehen und quasi für sich selber in gewisser Weise nutzbar zu machen. Ich denke, dass er damit nicht sehr erfolgreich sein wird, schlicht und einfach, weil, wenn man sich die Parolen der Demonstrierenden anguckt, die Absage an das Gesamtregime, und da ist Rouhani ein integraler Teil davon, ganz eindeutig ist. Andere Teile des Regimes, wie Ali Khamenei, der eigentlich entscheidende, der eigentlich starke Mann des Regimes, und natürlich auch die Pasdaran, die Revolutionswächter und einige sogenannte Hardcore-Kleriker und Ayatollahs, schlagen ganz andere Töne ein und haben von Anfang an deklariert, dass sie mit einer eisernen Faust gegen die Protestierenden vorgehen werden. Khamenei hat in den letzten Tagen ausländische Agenten für die Anzettelung dieser Proteste verantwortlich gemacht. Andere Vertreter des Regimes haben bereits angekündigt, dass die Demonstrierenden für den Abfall von Gott angeklagt werden könnten, für einen Verrat an Gott. Und das sind Dinge, die im Iran mit der Todesstrafe bestraft werden können. Also es ist eine sehr deutliche Drohung. Und ich fürchte, dass man auch in den nächsten Tagen noch mit deutlich brutalerem Vorgehen der Sicherheitskräfte, vor allem der Pasdaran und der Basiji, gegen die Demonstrierenden rechnen muss. Sie haben es jetzt selbst schon angesprochen, dass Khamenei das Ausland bzw. ausländische Agenten verantwortlich gemacht hat. Und ähnlich schwierig wie die Berichterstattung sind ja auch die Reaktionen aus dem Ausland. Einer der ersten sehr deutlichen Reaktionen auf die Proteste kam vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der über Twitter sich solidarisch gezeigt hat. Mittlerweile äußerten sich auch europäische Politiker zu den Protesten und mahnten vor allem, dass Demonstrationsrechte gewahrt bleiben müssen. Wie bewerten Sie diese bisherigen Reaktionen aus dem Ausland? Sehr unterschiedlich, weil sie eben auch sehr unterschiedlich sind. Die europäischen Reaktionen sind bisher schlicht und einfach skandalös, weil es windelweiche rhetorische Fingerübungen sind, die sich eben nicht in aller Deutlichkeit die Anliegen der Demonstrierenden zu eigen machen. Das sind Stellungnahmen, insbesondere auch aus der Bundesrepublik Deutschland, also die Stellungnahme vom deutschen Außenminister, ist eine windelweiche Proklamation gewesen, die eigentlich an Peinlichkeit kaum zu überbieten ist, wo er beide Seiten zum Gewaltverzicht aufruft, also in einer Situation, wo Menschen im Iran unter Lebensgefahr für ihre politischen und persönlichen Freiheiten eintreten, ist das schlicht und einfach eine Verhöhnung von den Leuten, die dort auf die Straße gehen, und keine wirkliche Unterstützung. Diese Unterstützung bräuchte es aber. Das ist etwas, was wir vor allem aus der Situation von 2009 ja ganz klar wissen. 2009 stand das Regime teilweise mit dem Rücken zur Wand, ist vielleicht übertrieben, aber es gab Situationen, vor allem beim Ashura-Fest dann 2009, wo das Regime selber sich offensichtlich nicht mehr sicher war, ob es die Situation unter Kontrolle bringt. Und genau in dieser Situation ist aber die Unterstützung aus Europa und damals auch aus den USA unter Barack Obama ausgeblieben. Und im Gegenteil, der damalige amerikanische Präsident hat plötzlich von den legitimen Interessen der Islamischen Republik Iran geredet, die man auch in Zukunft achten wird. Damit wurde damals den Regime signalisiert, dass sie mit jeder Form von Gewalt gegen diese Protestierenden vorgehen können.
und diese Aufstandsbewegung, diese Freiheitsbewegung wirklich blutig niederschlagen können und dass aus dem Westen absolut niemand sie daran hindern wird oder auch nur Einspruch dagegen erheben wird. Das müsste sich ändern, wenn dieser neue Anlauf einer grundlegenden Kritik an dem Regime Erfolg haben soll. Geändert hat sich aktuell die Situation in den USA. Man kann nun von Trump wirklich halten, was man will. Aber in diesem Punkt ist es eine deutlich bessere Situation, dass nicht nur er selber, sondern insbesondere auch seine UN-Botschafterin Nikki Haley in einer ganz eindeutigen Sprache sich hinter diese Demonstrierenden gestellt hat. Und Sie haben jetzt die amerikanischen und europäischen Reaktionen angesprochen. Es gibt ja noch eine weitere. Es gibt eine ganz klare Stellungnahme der israelischen Regierung auch. Benjamin Netanyahu hat, wie schon 2009, damals allerdings mit einiger Verzögerung, diesmal sehr viel schneller, sich explizit auf die Seite der Demonstrierenden gestellt. Und er hat auch, was ich sehr richtig finde, die europäischen Regierungen für ihr entweder Schweigen oder für ihre Zurückhaltung kritisiert und hat sie also aufgefordert, es im Prinzip der israelischen Regierung nachzutun und sich also in aller Eindeutigkeit auf die Seite der Demonstrierenden zu stellen. Es gibt natürlich, wenn ich das auch gleich noch sagen darf, immer wieder dieses Pseudo-Argument, was vor allem von eigentlich Lobbyisten und Unterstützern des Regimes vorgebracht wird, dass eine zu große Unterstützung aus dem Westen, aus Europa oder gar aus Israel den Protestierenden womöglich schaden könnte, weil dann das Regime hergehen würde und die Demonstrierenden als Agenten des Auslands darstellen würde. Und das ist natürlich eine völlig alberne und absurde Behauptung. Es ist eine Schutzbehauptung, eine billige Ausrede, denn dieses Regime hat seit 40 Jahren noch wirklich jeden Protest, völlig egal, was das Ausland sagt, als vom Ausland gesteuert dargestellt. Und genau das haben wir auch jetzt gesehen. Es gibt aus Europa keine wirklich ernstzunehmende Unterstützung bisher von den Demonstrierenden. Und Ali Khamenei stellt sich natürlich trotzdem hin und sagt, das ist eine vom Ausland gesteuerte und von ausländischen Agenten angezettelte Protestbewegung. Wenn Sie das so ausdrücken, dass die Unterstützung wichtig ist, was wäre denn das Potenzial, wenn sich jetzt europäische Länder mit den Sozialprozessen solidarisieren würden? Was gehört für Sie dazu, diese Solidarität auszudrücken, um auch die Proteste deutlich unterstützen zu können? Das Mindeste, was passieren müsste, wäre zumindest eine verbale, scharfe Verurteilung der Repression, eine deutliche Unterstützung, zunächst einmal verbal, der Demonstrierenden. Sowas hat durchaus bereits Wirkung, weil das Regime immer auf seine internationale Reputation auch schaut. Aber natürlich wäre das nur der Anfang. In Wirklichkeit würde es um ganz konkrete Schritte gehen. Insbesondere die Europäische Union, die in gewisser Weise ja einen viel stärkeren Hebel gegenüber dem Iran hat als zum Beispiel die USA, weil sie viel mehr Geschäfte mit dem iranischen Regime machen. Die müssten unverzüglich sowohl EU-Sanktionsbeschlüsse als auch auf nationaler Ebene unilaterale von den einzelnen Nationalstaaten Sanktionsbeschlüsse aufgrund von Menschenrechtsverletzungen im Iran erlassen. Und zwar sowohl gegen verantwortliche Einzelpersonen als auch gegen Institutionen der Islamischen Republik. Und einer der besten Schritte wäre natürlich, wenn man Organisationen wie die Revolutionsgarden, die Pastaran, auf die Terrorliste der Europäischen Union setzen würde. Das wäre ein deutlicher politischer Akt, der zeigen würde, dass man es ernst meint mit der Kritik an der Repression, dass man es ernst meint mit der Unterstützung. Und es würde den Charakter dieses iranischen Regimes in gewisser Weise auch nochmal zur Sprache bringen. Eine weitere Besonderheit des Irans ist ja, dass es so eine Art Doppelstaat ist, wo alle Institutionen in doppelter Form existieren, einmal als staatliche Institutionen und dann als sogenannte Revolutionäre. Also es gibt neben der traditionellen iranischen Armee eben diese Revolutionsgarden, die militärisch nach Schätzungen einiger Leute sogar noch schlagkräftiger ist als die reguläre Armee. Und das würde verdeutlichen, dass man gerade diese revolutionären Institutionen, um die es letzten Endes geht bei der Durchsetzung des Machtanspruchs auch der Ayatollahs, dass man gerade die ins Visier nimmt, und zwar eben nicht nur rhetorisch, sondern mit ganz konkreten Maßnahmen wie Sanktionen beispielsweise. Es ist natürlich anzunehmen, dass diese Zurückhaltung, also die Zurückhaltung der europäischen Politiker mit genau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem iranischen Regime zu begründen ist, die besteht ja gerade auch zwischen Deutschland und dem Iran. Wie würden Sie das sehen? Ist das wirtschaftlich begründet, diese Zurückhaltung, die da vor allem auch die deutschen Politiker üben? Das ist offensichtlich einer der entscheidenden Punkte. Es ist sicher nicht der einzige. Es gibt auch gewisse politische und staatliche Interessen, die ich für ausgesprochen kurzsichtig halte.
Aber ja, die Wirtschaftsbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland mit dem iranischen Regime sind offensichtlich einer der zentralen Punkte, warum man so zurückhaltend ist mit der Kritik. Das hat leider ja Tradition. Seit 1979 gehört Deutschland, also ausgerechnet der Nachfolgestaat des Nationalsozialismus, zu den engsten Kooperationspartnern dieser antisemitischen Holocaust-Leugner-Diktatur, die Israel, also dem Staat der Shoah-Überlebenden und ihrer Nachkommen, ganz offen bis zum heutigen Tage, auch unter der Regentschaft des vermeintlichen moderaten Rouhani, die diesem Staat ganz offen mit der Vernichtung drohen. Aufgrund dieser engen wirtschaftlichen Kooperation gab es aber sehr bald dann auch schon eine enge politische, ja man muss tatsächlich sagen Kooperation. Es war damals Hans-Dietrich Genscher, der damalige deutsche Außenminister, der als erster NATO-Außenminister nach der Islamischen Revolution 79 in den Iran gefahren ist, quasi als Eisbrecher für dieses Regime, was damals international weitestgehend isoliert war nach der Revolution. Und diese Tradition hat sich dann fortgesetzt. Das zieht sich bis über sogar Geheimdienstkooperationen Anfang der 90er Jahre in der Zeit von Helmut Kohl und wie Klaus Kinkel Außenminister gewesen ist. Das hat sich aber auch dann unter der Grünen Koalition unter Schröder und Fischer überhaupt nicht geändert. Da gibt es wirklich eine Kontinuität. Alle Bundesregierungen seit 1979 haben den Iranhandel gefördert. Das gilt auch für die aktuelle geschäftsführende Bundesregierung. Und ich fürchte, dass es da keinen wirklichen Bruch geben wird. Genau darum würde es aber gehen. Es braucht wirklich einen grundlegenden Wandel sowohl der europäischen als auch der deutschen Iran-Politik, nämlich überhaupt keine Unterstützung mehr für das Regime und dafür jede Unterstützung für die säkularen Gegner genau dieses Regimes. Um das vielleicht nicht ganz so abstrakt zu machen und da nur über die große Politik zu reden, es ist ja auch die Frage, was da Leute selber tun können. Und genau diese Iran-Geschäfte sind ein springender Punkt. In Deutschland weiß man häufig ja gar nicht, wer eigentlich nun Geschäfte mit dem Regime macht. Und mit dem Regime heißt allein aufgrund der Kontrolle des Außenhandels weitgehend durch die Revolutionsgarden, fast immer auch mit diesen Revolutionsgarden. Und deswegen ist eine Möglichkeit tatsächlich immer, einfach in der Stadt, wo man selber lebt, mal zu schauen, wer sind eigentlich diese Firmen? Weil das sind ja nicht nur große Konzerne wie Siemens, Krupp, Thyssen, die in der Vergangenheit wirklich in sehr großem Stil mit dem Iran Geschäfte gemacht haben und das natürlich auch weiterhin vorhaben, sondern das sind häufig mittelständische Maschinenbauer, mittelständische Unternehmen, die aber dieses Regime mit Hochtechnologie beliefern. Und da wäre es zum Beispiel in einer Stadt wie Halle interessant, wenn sich Leute mal hinsetzen und mal gucken, wer sind eigentlich in unserer Stadt die Leute, die durch Geschäfte mit dem iranischen Regime es diesem Regime ermöglichen, dass es brutal gegen diese Freiheitsbewegung vorgehen kann und auch ansonsten seine Politik fortsetzen kann, nämlich vor allem diesen Revolutionsexport, also die Expansion in viele Länder des Nahen Ostens oder eben auch die Vernichtungsdrohung gegenüber Israel oder die Organisierung von Konferenzen zur Leugnung des Holocausts, die eben auch nicht nur unter Ahmadinejad, sondern auch in der Amtszeit von Rouhani noch stattgefunden haben. Nun gibt es wieder Proteste, nun gibt es wieder politische Umbrüche, kann man fast sagen, im Iran. Und doch im gestrigen Gespräch hat Thomas von der Ostersacken gewarnt, von einer Revolution im Iran zu sprechen, gerade weil der Begriff so unweigerlich mit der Islamischen Revolution von 79 zusammenhängt. Wie sehen Sie das, was da gerade im Iran passiert? Welcher Begriff würde da passen und welche Chancen rechnen Sie dem Ganzen aus? Also zum einen finde ich die Überlegungen von Thomas von der Ostensacken, der auch einen Beitrag in dem aktuell von mir herausgegebenen Buch Iran, Israel, Deutschland beigesteuert hat, wie immer ausgesprochen bedenkenswert. Er hat sehr recht mit seinem Hinweis darauf, dass dieser Begriff der Revolution nicht unberührt bleibt von dem, was 1979 im Iran passiert ist. Ich denke sogar tatsächlich nicht nur in Bezug auf den Iran, sondern ganz allgemein. Also die Revolution von 1979 war kein lokales Ereignis. Das hat wirklich weltgeschichtliche Bedeutung gehabt. Und wie eigentlich bei allen Begriffen muss man sich, wenn solche Ereignisse stattfinden, Gedanken darüber machen, inwiefern diese Begriffe davon betroffen sind, inwiefern sie in gewisser Weise kontaminiert werden durch solche welthistorischen Ereignisse, was die Islamische Revolution von 79 ganz sicher gewesen ist. Wohin sich die aktuelle Entwicklung, wohin die führen wird, das wäre vermessen, das anzunehmen. Und insofern ist es, glaube ich, tatsächlich noch zu früh, eine Beurteilung, auch eine begriffliche Fassung von dem zu formulieren, was dort tatsächlich stattfindet, beziehungsweise was daraus noch entstehen kann. Was wir im Augenblick erleben, ist eine landesweite Protestbewegung, die inhaltlich ausgesprochen radikal auftritt,
die inhaltlich die Grundfesten der Islamischen Republik Iran erschüttert, wenn sie, was ich vorhin schon gesagt habe, Parolen ruft wie nicht Libanon, nicht Gaza und sich damit also explizit gegen den Revolutionsexport und die Expansion des iranischen Regimes stellt. Was daraus noch werden kann, ist unmöglich im Augenblick zu sagen. Man kann nur Bedingungen beschreiben, die notwendig wären, damit diese Bewegung hoffentlich erfolgreich ist und nicht schlicht und einfach wieder in Gewalt, Blut und Repression erstickt wird, wie das 2009 passiert ist. Und eine der Bedingungen ist, dass die Unterstützung von den Leuten, die dort protestieren, eben nicht auf Israel und die aktuelle US-Administration beschränkt bleiben, sondern dass es eine sehr viel breitere Unterstützung gibt. Wie gesagt, dass maßgebliche europäische Länder sich hoffentlich sehr viel deutlicher noch äußern werden, obwohl man da skeptisch sein sollte, ob das passiert. Und natürlich geht es jenseits von der großen staatlichen Politik auch darum, dass Leute, die noch irgendwie einen Begriff von Aufklärung und Emanzipation haben und schon deswegen also radikale Gegner des iranischen Regimes sein müssen, wie die sich weltweit eigentlich verhalten. 2009 war es ja leider so, dass insbesondere die globale Linke eine niederschmetternde Performance hingelegt hat und genau einfach gar nichts gemacht hat. Das war ein sehr dröhnendes Schweigen damals bei Leuten, die ansonsten sehr schnell sind mit Solidaritätsdemonstrationen und Hunderttausende auf die Straße bringen, wenn irgendwelche anti-amerikanischen Aufmärsche oder anti-israelischen Aufmärsche in irgendwelchen Ländern, auf welchem Kontinent auch immer, stattfinden, die aber eben überhaupt nicht aktiv wurden, als Millionen Iraner und Iranerinnen damals schon für ihre persönliche und politische Freiheit demonstriert haben. Auch da kann man zumindest die Hoffnung, die wie auch immer schlecht begründete Hoffnung, formulieren, dass sich vielleicht auch das ja mal ändert.